So, hi Knas, da sind wir wieder. So, Mikro geht. Ja, Mikro geht. Sehr schön. Nicht, dass es wieder aus ist. Kamera geht. Greenscreen könnte ein bisschen besser sein. Nochmal fein Abstimmung machen. Da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Was wollte ich denn machen? Ich wollte dieses Mal, bevor wir in die Karriere starten, einmal Training und Qualifying endet in 2 Tagen. Wöchentliches Event, Liga. Mal kurz das hier erkunden, was das hier ist. Geht zum Training, okay, dann Qualifying und Rennwochenende beginnt in 2 Tagen. Das heißt, ich muss dann da wohl online sein. Habe ich da jetzt doch Lust drauf? Nein, da habe ich jetzt doch keine Lust drauf. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die Karriere, das mache ich ein anderes Mal. Bei einer Karriere bin ich schon Erster, so muss das sein, ne? Karriere fortsetzen. So, wie sieht's denn hier aus? Spa. Ja, gehen wir doch direkt mal ins Training. Viel zu gucken gibt's erstmal nicht. Unberechenbarste. So, was habe ich jetzt gemacht? Jo, immer ruhig, das wollte ich nicht. Neue Teile sind wieder am Start, sehr nice. Jetzt Session-Info. Was haben wir? Freie Strecke, Hat jetzt halt schon schön Zeit gekostet. Wir machen wie immer erstmal die Streckenakklimatisierung. Moment, abbrechen. Denn ich hätte gerne weiche Reifen. Auf denen fährt sich's gefühlt einfach besser. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ob wir in Spa auch wieder Erster oder Zweiter werden können. Letztes Mal sind wir ja nur Zweiter geworden, meine ich. Oder? Oder doch Erster? Ach, ich weiß es nicht mehr. Viel Highspeed hier bis jetzt. Viel zu spät gebremst. Ja, erstmal hier eine Verwarnung kassiert, ne? Okay, hier ist Jeff. Verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Ich gebe halt einfach Gas, ne? Ich habe Automatik drin. Kann ja nichts ändern. Okay, ich sehe schon, das wird nicht meine Strecke. Weil die ist halt irgendwie einfach nur Highspeed. Und da sind wir schlecht. Mini-Lag. Ich meine, aufs scheiß Getriebe knattern zu hören, wenn ich vom Gas gehe. Nachher mal schauen, ob das wirklich schon wieder so im Arsch ist. Es noch austauschen sollen.
Und direkt die 1 wieder verpasst. Mini-Lag. Ja, scheiß Mucken. Ja, wir drehen jetzt mal noch ein, zwei Runden. Gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen in den Griff kriegen hier. Wow, wow, wow. Und da bin ich etwas arg gerutscht, ne? Wären vielleicht doch zumindest die Mediums besser gewesen. Die anderen fahren auch auf Mediums. Ärgerlich. Wieder über den Curb gerutscht und dann direkt raus. Ja, genau. Es laggt übelst schon wieder. Ja, nur wegen dem scheiß Lag. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Schon wieder ultra der Lag. Was ist denn da los? Ärgerlich. Ja, wie? Ich war doch noch mit dem Reifen drin. Was soll denn das? Ach, so langsam war ich auf die Streckenakklimatisierung. Kein Bock mehr, ey. Ja, mal sehen, ob es reicht. Ja. Sehr gut, hat gerade noch so gereicht. Na so, was haben wir denn für Teamziele? Was fehlt denn noch? Geringer Treibstoff, Autoeinstellungen. Okay. Dann nehmen wir. Was machen wir denn? Nehmen wir mal erhöhten Abtrieb. Dann ein kleines bisschen Zeit beschleunigen. Na komm, ich will ein bisschen weniger Verkehr. Naja, viel weniger wird es wahrscheinlich nicht werden. Thank you.
ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt nur einbilde, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass es mit dem erhöhten Abtrieb ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. Diese Lecks nur immer nicht wären. Ah, okay, bis dahin ist das Qualifying-Training zwar vorbei, also allgemein die Trainingssession, aber wer weiß, vielleicht regnet es Wochenende, beim Regen sind wir immer steig. Ja, aber das erhöhte Abtrieb-Setup ist schon viel besser. Wir sind zwar, glaube ich, summa summarum ein bisschen langsamer, aber wir kommen halt weit besser durch die Kurven. Ah, hier ging es ein bisschen weit raus, das hat gekostet. Das Mikro scheint auch wieder zu gehen. Keine Ahnung, was da letztes Mal los war. Vermutlich, weil ich es gemutet hatte. Schon eine lange Strecke, fast 2 Minuten. Ja. Keiner gemerkt, wie mir das Zeit gekostet hat, weil ich aufs Gras bin. Ja, das ist immer gut. So, zurück zur Garage. So, das Teamziel, geringer Treibstoff fehlt noch, ne? Was machen wir denn? Rennstrategie. Ja, die Zeit ist sowieso um, das reicht nicht mehr. Müssen wir leider verzichten auf diese Pünktlis. Ah, das macht nichts. Ja. Interessiert kein Mensch. Das geht dich gar nichts an. Stimmt doch gar nicht einmal. Kein Kommentar. Naja, komm schon, ich kann bei der Frage nur verlieren. So, hier simulieren wir wieder mal. Kein Bock auf das ganze Training. Also. Nachrichten. Was haben wir denn hier? Werde 10. oder besser. Schade, sollten wir schaffen. Eventuell Regen gegen Ende. Es könnte interessant werden. Na so, machen wir erstmal das Qualifying. Mal sehen, ob wir wieder die Pole rausholen können. Wer dafür? So,
nur Strecke frei, noch kein Regen. Wie sind die Autoeinstellungen? Erhöhter Abtrieb, das lasse mal so. Und dann würde ich sagen, ja, auf geht die wilde Fahrt, ne? Gerettet. Es hätte knapp böse enden können. Oh, ist schlecht, was ich hier gerade mache. Mein Gott. Trotz, dass ich so einen Mist baue, habe ich ihn so abgeschüttelt. Rutsch doch noch weiter. Sag mal, was ist denn gerade los, ey? Ja, ich meine, es hat für die Pole gereicht, aber wie schlecht war es denn bitte? Ach, diese Scheißmucken, ey. Ja. Bock doch kein Schwein. Wieder schön Rivalitätspunkte. Immer gut. Alles her damit. So. Ja, eventuell Regen dann mitten im Rennen. So. Was haben wir denn hier? Das. Ja, das hier ist fast im Sack. Ja. Und der Turbolader sieht auch nicht mehr so gut aus. Wie viele Rennen. Haben wir denn noch? Das ist jetzt die Frage. Wo sind wir denn gerade? Sekunde, ich google mal kurz. Belgien, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rennen noch. Aber wir sind jetzt erst in der Hälfte. Ja, ein bisschen über der Hälfte. Und es ist schon die zweite Komponente im Arsch. Nee, ich muss damit, das Rennen muss ich noch damit fahren. Auf jeden Fall, vorher kann ich es nicht austauschen. Das sind die letzten, wo wir haben. Ja, das Rennen muss es noch überleben. Das Risiko muss ich eingehen. Die Autoeinstellung als nicht kontrolliert. Ja, Voreinstellung 2. Was war das jetzt? Warum steht es nicht da? Naja, was soll's, ne?
Ja, dann starten, uns bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Oh, dieser Leck schon wieder, das gibt's doch nicht. Als ob er mich einfach ins Gras schiebt, der Leclerc. Bedrohungen in meiner Nähe? Alle. Komm an ihn ran auf jeden Fall. Mit dem Geraden ist er halt besser wie ich. Jungs, EAS ist auf automatisch. Zweite Runde gerade angefangen, wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Da kommt halt Ferrari angebuddert, weil sie halt einfach mehr Leistung haben wie wir. Kies, nein, das war so schlecht. Was? Schon wieder eine Kollision verursacht? Ich habe ihn noch nicht mal berührt. Ich bin nur wieder aus dem Kiesbett rausgefahren. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Turbolader und das Getriebe auch noch mitmachen bis zum Ende. Weil sonst sieht es eng aus. Ey, guckt euch das an. Er schiebt mich einfach weg. Ey. Ja, dieser Leclerc ist doch ein Wichser, ey. Ja, genau.
Ja, wir müssen jetzt auf den Regen hoffen, der angesagt wurde. Also sorry, Leute. Nee, komm, ich fahre da auf der Ideallinie und er ballert einfach da rein. Also da muss ich eine Rückblende machen. Danke. Nee, hast du drüben? Naja, wird das Rennen wohl doch wenigstens mal ein bisschen spannender wie die letzten, ne? Hey, diese. Da haben wir uns ihn erstmal auf der Außenlinie gesnackt. Mal sehen, wie lange. Ja, ich meine, schau es dir an, ey, ernsthaft. Oh nee, also komm, er rammt mich rein, ich kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sorry, ich weiß, ich mache gerade echt viele Rückblenden, aber ich meine, wenn die KI so ein Mist baut, sehe ich nicht ein, dass ich das ausbaden soll. Was will ich jetzt schon in der Box? Geh weg. Eine Runde geht noch. Die Reifen sind vorne zwar schon durch, aber. Wetterbericht. Laut Bericht wird es in den nächsten 5 Minuten auf der Strecke stark regnen. Trockenreifen passen gerade am besten. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Ja, wie ist der neue Plan?
Reifenstatus. Ich habe jetzt die Runde gerade so übelst verkackt. Aber wir gehen jetzt in die Box, holen uns Intermediates und dann holen wir Ferrari wieder. Ajo, da hätte ich viel früher bremsen müssen. Okay, also komm schon, was soll denn der Scheiß? Ja, ich weiß, war wieder eine Rückblende. Nein, ich möchte um diese Kurve. Zehnter und es haben fast alle gleichzeitig gestoppt. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Aber im Regen sind wir immer gut, da holen wir sie alle. Ja, ich weiß, tut mir leid, schon wieder eine Rückblende, aber ich sehe das einfach nicht ein, dass ich da jetzt nur wegen... Hey, was ist denn los? Warum rutsche ich denn so? Ich hab fucking Intermediates drauf. Statusreport. Hey, komm schon, Perez. Ja, der fährt noch auf roten Reifen, also komm schon, das sollte verboten gehören. Gut gemacht. Schön überholt. Naja. Und hier, wer führt auch noch immer das Feld an? Der hat, glaube ich, auch noch rote Reifen drauf. Der ist nämlich durchgezogen. Das heißt, der wird jetzt alle anderen aufhalten. Ja, da fahren sie alle schön in die Box. So, da bin ich wieder Vierter. Bottas habe ich mir gesnackt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,8 Sekunden. Jetzt nur noch mal Vettel einholen, dass wir wenigstens aufs Podium kommen. Dann bin ich zufrieden.
weiß nicht, ob die alle drei schon gestoppt haben. Sie wirken irgendwie langsam. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,34,7. Ich glaube, die haben wohl doch alle schon gestoppt. Dachte eigentlich, dass vielleicht einer noch nicht gestoppt hat. Wäre natürlich sehr nice für uns gewesen, um uns den noch zu snacken, aber sollte wohl nicht sein. Aber ich meine, wir kommen Vettel schon ein bisschen näher. Und vielleicht baut da vorne ja auch noch jemand Mist durch den Regen. Sowas zum Beispiel wie ich, weil das kostet dann immer die Zeit, wo ich auf ihn aufhole, kostet es wieder. Ich weiß nicht, wie ich hier durchfahren soll, ich bin zu doof dazu. Jetzt sind wir an Vettel ran, jetzt können wir uns dann demnächst holen. Wir dürfen jetzt nur nicht zu übermütig werden. Und sowas sollte halt absolut nicht passieren. Da ist die Zeit schon wieder hin, was war denn das? Ich glaube, wir haben einen besseren Exit gehabt wie er, aber er hat halt einfach viel, viel mehr Leistung wie wir. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Komm schon, jetzt kriege ich meinen aber. Er bremst halt einfach, er bremst. So, da ziehen wir mit einem kleinen Lackschaden an ihm vorbei. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, ihn irgendwie hinter uns zu halten, indem wir bessere Kurven-Exits kriegen.
Treppchen wäre auf jeden Fall okay. Aber für Regen hätte er eigentlich erster drin sein müssen. Ah, das war doch mal wieder ein spannenderes Rennen im Vergleich zu letzter Zeit, wo wir halt einfach immer nach der zweiten Runde 10 Sekunden Vorsprung hatten. Und ich meine, wir haben noch 2 Runden. Vielleicht kriegen wir Hamilton auch noch. Total verbremst, viel zu spät auf die Bremse gegangen. Es kostet halt alles Zeit, wo Vettel dann auch wieder aufholen kann. Und jetzt kommt der Part, wo eh nicht so mein Ding ist. Diesmal sind wir aber ganz gut durchgekommen. Ich denke, der Regen ist dennoch unser Glück, weil DRS halt deaktiviert ist und somit die anderen dann doch wieder ein bisschen schwächer sind. Und wir halt einfach allgemein im Regen ein bisschen OP sind mit dem McLaren. Ach, diese Lecks, die machen einem das Leben zur Hölle, weil man weiß dann im Endeffekt nie, wo man rauskommt. Ist man noch richtig, ist man schon falsch. Wenn ich Hamilton noch kriegen würde, das wäre nice. Hat siehst du, durch das Leck habe ich zum Beispiel viel zu spät aufs Gas gegangen. Nein, nein. Flügel total im Arsch vorne. Ich hab doch rechtzeitig gebremst. Kostet. Komm schon, ich will Zweiter werden. Ich will. Leclerc könnte sich jetzt noch in die Wand verschabschieden. Das wäre natürlich übergeil. Glaube ich aber nicht. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier Hamilton hinter mir halt irgendwie. Bei dieser Rutschpartie schwierig sein könnte, weil jetzt kommt eine Gerade, da hat er halt wirklich viel mehr Power wie wir. Ah, Zweiter geht voll klar. So muss das sein. Zweiter ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Sehen wir uns nun
Sehr schön, 14 Punkte Vorsprung. Und hier sind wir auch Dritter. So muss das sein. Bin best. Großartiges Team. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Klasse, das war dann alles. Ja, Kätzchen, was ist los? Hm? Wartest du doch schon Abendessen? So muss das sein. Wieder ordentlich Punkte hier bei beiden. Sehr schön. Das hohe Punkte, immer her damit, immer her damit. Ja, du erzählst doch immer das Gleiche. Interessiert keinen. So, was haben wir denn? 1600 Pünktlis. Was empfiehlt er mir denn? Ja, hau raus, ne? Kein empfohlenes Update. Können wir überhaupt irgendwas machen mit 600 Punkten? Nein, zu wenig. Zu wenig. Es kostet alles 632. Wie sieht es denn hier aus? Entwicklung im Gange. Da fehlen uns auch ein paar Pünktlis. Zu teuer. Ah, das könnten wir noch machen. Sehr schön. So, was haben wir denn? Time Attack, Australien, McLaren, MP4. Nein, ehrlich gesagt, kein Bock. Ich gehe direkt weiter ins nächste Rennen.